Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, ich habe schon etwas Proviant mit eingesteckt. Ich muss jetzt leider auch den Klubschi gleich essen. Das heißt, Nahrung haben wir nicht viel dabei. Ich nehme noch sicherheitshalber mir noch zwei Batterien mit. Energiezelle habe ich auch dabei. Heißt jetzt aber auch gleich. Oh. Ich muss noch die eine Batterie gleich da reinschmeißen. Genau. Die mit 15%. Dann kann die auch das nächste Mal laden. Oh, und das heißt, ab in die Seemotte und wir grasen jetzt alles Mögliche ab. So. Ich habe ein Signal Lifepod 7 und Live-Rettungskapsel 4. Da fahre ich jetzt als allererstes hin, weil ich nicht mehr weiß, ob ich schon da war. Auch schön. Ich habe wieder vergessen, die Sachen rauszunehmen. Wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall auch so viele Bodenschätze wie möglich mitnehmen. Weil wir die jetzt auch brauchen werden. Liegt hier noch was rum, was ich nicht hatte? Oh, das ist noch was. Ah, sehr schön. Ich habe einen Labortisch gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Labortisch auch scannen kann. Wenn wir dann aber in der Basis sehen, wenn ich ihn aufstelle, kommt dann natürlich in unser Labor. Ist jetzt meine Seemotte verschwunden? Da bin ich jetzt total besoffen. Oh, da ist sie. Schaut aus wie Schrott. Nee, du bist nicht Schrott. Zu nah geparkt. Gott. Das kann ich mal erzählen. Wir brauchen eigentlich auch noch Zähne von diesen. Oh. Von diesen lieben Beißern da, die wo mich gerne mit den Arsch beißen. Und noch ein Quarz. Sehr schön. Und weil ich nach unten wieder nach oben getaucht bin, habe ich natürlich noch eins gefunden. Leute, mal gucke ich mich um. Nein, hier ist nichts. Gut. So, zuerst gehen wir auf die 7 los. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Das hier kann auch schon gewesen sein. Oh, ein Kaffeeautomat. War zwar da, aber gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, das heißt, wir haben jetzt auch ein Küchengerät. Oh. Und, Quatsch. So, 7 ist, glaube ich, näher. Das heißt, wir werden jetzt mal da tiefer tauchen gehen. Ich bräuchte nämlich noch was. Ich bräuchte auf jeden Fall mal das Gerät, um Sachen ausgraben zu können. Ich weiß noch nicht, wo ich die finden werde.
glaube, ich habe was im Popo. Edge. So, weiter auf zur Kapsel Nummer 7. So, hier liegt ziemlich viel Schrott rum. Das heißt, ich glaube, ich war hier schon, aber ich... Wie gesagt, wir grasen jetzt alles nochmal neu ab. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht hatte ich keinen Schneider dabei oder wie auch immer. Und lieber einmal zu oft geguckt, als einmal zu wenig. Mein Inventar ist voll. Ah, super. Kann ich dich scannen? Nein. Das würde für mich wirklich heißen, ich müsste... Ja. Lass mal den Metallschrott da. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, das heißt, ich nehme den Metallschrott mit. Und das heißt, ich muss schon wieder zurück, die ganzen Sachen zurückgeben. Ah, ich weiß, so nah vom Ziel und dann wieder weg. Ja, scheiße. So, wir machen mal Licht an. Jetzt noch 4 Platz? Nein, ich habe nur noch 2 Platz. Eine Quarz habe ich noch gut gefunden. Dann finde ich noch eins. Und ich kann meine Motte wirklich anziehen. Das ist ja cool. So, da unten war auch nochmal Quarz, da war Quarz, da war nix. So, und jetzt wisst ihr dann auch gleich, warum, dass ich dann sage, es gibt einmal ein großes Lager, wo ich dann wirklich Schränke habe, wo ich dann sage, es kommt hier alles mit, also es kommt da zum Beispiel nur eine Sache rein und ich momentan diese Schränke am Eingang habe, dass das jetzt wirklich rein, das ganze Zeug rausschmeißen und wieder rausgehst. Ah, wobei die, die Laborsachen werde ich noch aufstellen. So, das heißt jetzt, der Kaffeeautomat kommt auf die 3. Sag bloß, ich kann den Kaffeeautomaten. Na, das ist doch dumm. Ja, aber dann hänge ich ihn dahin. Momentan kann man den nur aufnehmen. Aber soweit ich gehört habe, arbeiten sie dran, dass diese Dinger auch Funktionen kriegen sollen. Das wäre natürlich lustig. So, was haben wir denn noch in der Tasche? Eine Laborausrüstung. Natürlich ins Labor. Sehr schön. So, dann heißt es jetzt hier das Quarz rein. Hier heißt dann das Titan machen. Und wegräumen. Jetzt zu guter Letzt noch das Salz.
So, wir schauen mal, wie weit das Zeug da drüben ist. Das heißt, jetzt wird das Ding hier neu gepflanzt. Ist das dann auch voll? So, und ich bin voll gegessen. Das Beet ist auch voll. Super. Das heißt, wir haben jetzt Wasser, Essen und Ding, aber muss man aufpassen, irgendwann werden sie giftig. Wir haben gute Kartoffeln. Wir haben von den anderen Kartoffeln auch ziemlich gute. Welcome aboard, Captain. Und jetzt heißt es mit Karacho auf Rettungskapsel Nummer 7 los. Alter, der ist gerade mit Karacho geschwommen. So, 3% Energie noch, dann ist die Zelle auch leer. Das heißt, wir brauchen dann demnächst auch noch endlich mal das Teil, wo man die Zellen nachladen kann. Noch 100 Meter. So, halt, der Tisch war da hinten. Muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen. War hier. Ach, das ist noch ein Kaffeeautomat. Na, den brauche ich nicht. Den habe ich schon. Ich werde nicht zum Kaffee-Junkie werden. Obwohl ich sowieso kein Kaffeetrinker bin. Was halt noch cool wäre, wenn wir jetzt mit dem Laserschneider hingehen könnte und da halt Stücke abschneiden und dann mitnehmen, dass man Titan daraus bekommt. Geht aber bis aussieht leider nicht. So, das heißt, Rettungskapsel Nummer 7. Ich habe einen Kompass gefunden. Alter. Beiß mich nochmal und ich beiß zurück. Einen Kompass, das heißt, sehr schön. Das heißt, ich habe das gefunden, was ich noch eigentlich bauen wollte. Das heißt jetzt aber auch für mich, Live-Pod Nummer 7 ist erledigt. Und jetzt tue ich mir meinen, von den Arten rein. Oh, oh. Sieht, dass ich herguck, glaube ich.
wieder rein. Licht geht wieder an. Sehr schön. So, und jetzt sehen wir auch, in welche Richtung das wir schwimmen. Kanoneninsel ist Richtung, fast Richtung Norden. B1, Rettungskapsel Nummer 4, da wollen wir hin. So, werde aber Boden entlang rumdüsen. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Oh. Bin in dem Pilzbiom. Wäre mal cool, wenn man hier Silber finden würde. Denn du? Salz, ne? Bist du? Zeitlob-Hüllenfragment. Und ein Brückenfragment. Eins von dreien. Sehr schön. Das heißt noch zwei Brückenfragmente und ich müsste fertig sein. Oh. Ist jetzt abgebrochen? Ach, die richten sich wieder auf. Meine sind runtergefallen. Kann man die aufheben? Kann man davon was abschneiden? Pilzproben. Cool. So, kann ich dich scannen? Bist du dann böse? Quallenrochen. Komm, lass dich scannen. Fast fertig. Mich nicht stechen, wenn du ein Rochen bist. Was haben wir denn hier Schönes? Lithium. Das nehme ich natürlich mit. Au. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, warte. Da. Bin ja ziemlich tief. Mal Sauerstoff tanken. So, was haben wir denn hier rumliegen? Auch wieder Hüllenfragmente. Ah, das ist ein Brückenfragment. Fantastisch. Ja, das klappt ja richtig. Da ist noch ein Hüllenfragment. Ein Brückenfragment. Und wir haben ein neues Bauteil. Und? Zyklop. So, können wir reinschauen und Baupläne. Den Torpedoarm habe ich auch noch nicht gefunden. Scannerraum habe ich auch nur ein Drittel, aber der Zyklop ist freigeschalten. Hervorragend. Ah, das war doch schon mal wieder eine erfolgreiche Außenmission. Ich bin fast neben der Aurora. Eigentlich gerade. So, dann heißt es jetzt 5 drücken. Hier drücken. Hier drücken. Und ich möchte nicht schon wieder mit dem Großen herumspielen.
Also mit dem da? Oh Gott. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich mache auch die Augen für dich zu. Gott. Ich schwimme fast neben dem Spazieren. Ach, die Rettungskapsel 4 war die da oben. Alles klar, die habe ich auch schon. So, das heißt jetzt aber, Rettungskapsel 3 habe ich noch nicht. Wo ist denn die? 709 Meter in die Richtung. Dann werden wir da mal hin tuckern. Hoffen, dass wir da was Vernünftiges finden. Gerade im Walland. Dann hat man die Qual der Wahl. So, Live-Rettungskapsel 3. Ich weiß nicht, ob ich schon vielleicht aus Versehen so dort war. Kann natürlich auch sein. Aber es ist eigentlich wichtiger, was daneben ist. So. Eine auf die Schnauze kriegst du. Wir müssen jetzt hier 4 Stück rumeiern. Der Stillanzug. Ah, den habe ich schon. Basis-Bioreaktor-Fragment. Habe ich auch schon. Au! Kannst du es wegmachen? Danke! Der das jetzt scannen? Nee, ne? Der wollte dieses blöde Viech scannen. Autschi. So, was haben wir denn da oben noch? Oh, da oben sind auch noch ein paar Sachen. Da sind aber auch noch mal Seekleiderfragmente. Mein Inventar ist voll. Egal. Scannen, scannen, scannen. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo reinkommen. Schaut aber schlecht aus. Ich habe, glaube ich, einen neuen Funkspruch bekommen. Aber ich werde es trotzdem mal zur 3 fahren. Wenn er mich mal lässt. Au. Rein. Zurückgelassen ist PDA. Okay. So, das heißt, wir müssen wieder zu B1. Das lasse ich auf jeden Fall noch drin. Weil ich ja, weil wir sozusagen wieder voll sind. Das heißt, ich muss ja hier nochmal her. Wie gesagt, jetzt haben wir auch den Bauplan für den Zyklopen. Das heißt, wir könnten sogar als noch größeres Teile bauen. Ich schätze mal, wir werden zwar absolut nichts von den Sachen davon haben. Können aber nochmal nachschauen. Ich glaube, ich sehe schon meine Basis.
Sehr schön und sehr gut. Welcome aboard, Captain. Oh, dann schauen wir mal. Jawohl, Titan kann man wieder verarbeiten. Weiß gar nicht, aber ich glaube, ich müsste alles raushaben aus dem anderen. Das heißt, jetzt habe ich so diese Pflanzenprodukte, da kommen auch diese Pilzproben rein. Okay, ich habe nur einen Quarz. Das ganze Titan. Lithium bei hier. So, die Signale kann ich abgeben. Weil ich sie mir schon angehört habe. Sehr schön, das heißt, wir haben einen neuen Live-Pod. Den rüste ich auch gleich aus, dass ich es dann noch weiß für die nächste Folge. Denn wir sind ja noch nicht mit dem Rundgang fertig. Wir haben zwar schon einige Sachen gefunden. Jetzt schwimme ich schnell nochmal zu meiner komischen Muschel. Warum finde ich die eigentlich immer nie aufs erste Mal? Oder ist die so weit weg? So. Gleich ein bisschen Wasser noch geholt. Dann hätte ich gesagt, werden wir auch beim nächsten Mal uns den anderen Anzug bauen, bevor wir lostuckern. Dann kriege ich nämlich auch so Wasser. Total feines Wasser. Und zwar recycelt von mir selber. Ja, köstlich. Ich hoffe, der trinkt genügend, sonst wird es bitter. Oder schadstoffreich. Ja, desinfiziere jetzt das Wasser. Dann trinke ich gleich einen Schluck. Gut. Das war schon wieder für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.